Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Willkommen an diesem Samstagabend. Den Sport hat für Sie Norbert König. Guten Abend. Und wir blicken ausführlich auf den Nahen Osten. Hilfslieferungen für Gaza. Erste LKW passieren den Grenzübergang Rafah. Und eine Friedenskonferenz in Kairo ringt um eine diplomatische Lösung des Konflikts. Sturmflut an der Ostsee. Die Wassermassen erreichen historische Höchstwerte und richten Schäden in Millionenhöhe an. Und Riesenandrang in Frankfurt. Promis, Autoren und Literatur beim Publikumstag auf der Buchmesse. Nach langen Verhandlungen ist jetzt also der Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza für Hilfslieferungen geöffnet. Wir blicken gleich darauf. Zuerst aber schauen wir nach Ägypten, denn da findet heute eine Nahostkonferenz statt. Ein Gipfel für den Frieden, wie er offiziell heißt. Am Verhandlungstisch sitzen unter anderem die Vereinten Nationen und die EU. Außerdem sind wichtige Staaten aus der Region dabei. Neben Ägypten etwa Jordanien, Saudi-Arabien oder Katar. Viele der insgesamt rund 30 Länder schickten ihre Außenministerinnen und Minister zu dem Gipfel, darunter auch Deutschland. Und es gibt einen Haken. Keine der direkten Konfliktparteien ist dabei. Aus Kairo berichtet Anna Feist. Es sollte der ganz große Wurf werden. Ägypten hat zum Friedensgipfel geladen. Die Konferenz ausgetragen in Kairos neuer administrativen Hauptstadt. Übertragen mit eigenem Livestream und Countdown, der sogleich die seit Tagen erwartete Grenzöffnung begleitet. Erstmals dürfen 20 Lkw voller Wasser, Essen und Medizin passieren, unter dem Logo des Friedensgipfels. Auf der Agenda die Konkretisierung der humanitären Hilfen für Gaza, eine Feuerpause und die Aufnahme für die Verhandlungen einer Zwei-Staaten-Lösung. Der ägyptische Staatschef gibt sich als Hoffnungsbringer. Das Ziel der Konferenz? Dass es morgen besser sein wird als heute. Wie die Vision der Ägypter für einen Frieden aussieht, zeigt dann eine Art Werbespot. Politpropaganda in der Mittagspause. Eine israelische Festivalbesucherin hat sich nach dem Angriff der Hamas in der Wüste verirrt. Sie trifft auf einen verletzten palästinensischen Jungen, der seine Familie bei den Angriffen auf Gaza verloren hat. Der kleine Junge fordert die Israelin auf. Du weißt, wer hinter den Bombardierungen steckt, oder? Warum? Um ihnen zu sagen, dass sie mit dem Krieg aufhören sollen. Eine für westliche Ohren zynische Botschaft an Israel, an das Land, das gar nicht erst eingeladen wurde. Ein Friedensgipfel, also ohne die Konfliktparteien. Denn neben Israel fehlt auch der Iran, der Verbündete der Terrororganisation Hamas. Und selbst Israels Schutzmacht, die USA, haben lediglich eine Diplomatin geschickt. Mitten in der Konferenz verschwindet dann auch noch der so wichtige Vermittler zwischen der Terrororganisation Hamas und dem Rest der Welt, der Emir von Katar, ohne sein Statement zu geben. Es könnte also besser laufen für den Frieden auf dem Friedensgipfel. Sprechen wir über den Gipfel mit Michael Beverunge für uns in Israel und mit Goline Atay in Ägypten. Zuerst zu Ihnen, Goline. Was wird dieser Gipfel wohl bringen? Nun, zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen sind heute hier in Kairo zusammengekommen. Für die europäische Seite, die immer wieder betont hat, das Recht auf Selbstverteidigung Israels, die immer wieder klar die Rolle der Hamas verurteilt hat. Und dann die arabischen Länder, die immer wieder auf eine Feuerpause, auf eine unmittelbare Feuerpause gedrängt haben und die die Rolle der Hamas nicht wirklich konkretisiert haben. Es ist zu keiner Einigung gekommen. Beide Seiten konnten nicht zusammenkommen. Es hat von der arabischen Seite auch sehr viel Kritik an den westlichen Staaten gegeben. Für die deutsche Außenministerin, die gerade hier ihre Pressekonferenz gegeben hat, ist das keine Überraschung gewesen, dass man so auseinandergegangen ist. Trotzdem, hat sie soeben gesagt, blickt sie positiv auf diese Konferenz, denn sie sei auch ein Ausdruck dessen, dass man sich nicht auseinandertreiben ließe. Genau das sei das Ziel der Hamas und man arbeitet doch in sehr vielen Fragen gemeinsam als Partner. Insofern sei diese Konferenz in Kairo auch eine klare Botschaft an die Hamas, dass man eine Spaltung nicht erleben werde. Gehen wir nach Israel zu Ihnen, Michael. Wie wird bei Ihnen diese Nahostkonferenz gesehen? In Israel gab es heute keine offizielle Reaktion auf diese Konferenz und ich glaube, das lag nicht nur daran, dass heute Schabbat ist. In Israel, im politischen Israel, wird diese Konferenz als wenig hilfreich angesehen, weil dort schlicht die Interessen Israels nicht vertreten werden. Die gehen dahin, die Hamas
zu zerschlagen, zumindest die militärische Macht der Hamas zu zerschlagen und zu verhindern, dass so etwas wie der 7. Oktober wieder passiert. Das geht aus israelischer Sicht nur über eine Bodenoffensive und die wurde auch heute weiter vorbereitet. Allerdings gibt es Druck, offenbar von den USA und anderen westlichen Staaten, diese Bodenoffensive zumindest herauszuschieben. Und auch in Israel gibt es eine starke Lobby der Angehörigen, die mehr Raum für Verhandlungen für die Freilassung der Geiseln fordert. Denn mit einer Bodenoffensive wären diese Verhandlungen wohl erstmal beendet. Danke für diese Einschätzung, Michael Beberunger und Goline Atay. Und unter den verschleppten Geiseln sind auch israelische Soldaten. Über deren Freilassung will die Terrormiliz Hamas nach Angaben einer ihrer Sprecher erst nach dem Krieg verhandeln. Was die entführten Zivilistinnen und Zivilisten angeht, hat sich jetzt Vermittler Katar geäußert. Wir sind auf einem Weg, der sehr bald zur Freilassung der Geiseln, insbesondere der Zivilisten, führen wird, erklärte der Sprecher des katarischen Außenministeriums Al-Ansari laut Medienberichten. Luke Weipert berichtet. Frei nach 14 Tagen in den Händen der Hamas-Terroristen. Judith Ra'anan und ihre Tochter Natalie konnten gestern Abend von Rotkreuz-Mitarbeitern in Empfang genommen werden. Erleichterung bei der Familie, Hoffnungsschimmer für das Schicksal der 200 zurückgebliebenen Geiseln. Wir waren total überrascht. Ein überwältigendes Gefühl und eine Mischung aus Freude, aber auch Betroffenheit und Schuld, weil noch so viele andere auf Rettung warten. Militärisch bleibt die Lage angespannt. An der Grenze zum Libanon wurde heute ein israelischer Soldat bei Artilleriebeschuss der Hisbollah getötet. Die Bewohner zahlreicher Ortschaften sind inzwischen evakuiert. Ähnlich das Bild jenseits der Grenze. Im südlibanesischen Tyros werden Bewohner von der Grenze in Schulen umquartiert. Ich hoffe natürlich, dass die Dinge sich wieder beruhigen. Aber die Nachrichten sind derzeit eher schlecht. Israels Armee befürchtet auch im Norden mehr Kämpfe. Man sei auf Angriffe der Hisbollah vorbereitet, sagt der Verteidigungsminister. Hisbollah hat entschieden, in diesen Kampf einzutreten. Wir haben keine Wahl. Wir haben diesen Krieg nicht gewollt. Sie zwingen ihn uns auf. Weiter südlich im Gazastreifen warteten auch heute wieder Palästinenser mit ausländischem Pass auf eine Ausreise nach Ägypten. Für Hilfsgüter wurde die Grenze geöffnet, für diese Menschen bislang noch nicht. Und auch heute haben wegen des Krieges im Nahen Osten wieder in mehreren deutschen Städten Menschen demonstriert. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, sagt im ARD-Fernsehen, er mache sich große Sorgen über die Lage in Deutschland. Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu sehen. Einige pro-palästinensische Proteste sind zuletzt wegen befürchteter Straftaten verboten worden. Einige wurden erlaubt, wie in Düsseldorf. Heiko Rams berichtet. Ein lauter Demonstrationszug zieht sich am Nachmittag einmal quer durch die Düsseldorfer Innenstadt, darunter viele Familien mit Kindern. Es sind deutlich mehr Menschen als erwartet. Viele haben Angst um ihre Familie im Gazastreifen. Warum demonstrieren Sie heute hier? Weil das, was in unserer Heimat in Gaza passiert, absolut unmenschlich ist. Das kann man nicht dulden, das können wir nicht akzeptieren und deshalb demonstrieren wir auf friedliche Art und Weise. Bitte den Schutz geben für diese Leute, die in Gazastreifen leben, für die Ärzte, für die Kinder, für die kleinen Kinder, für Frauen, für alle Zivilisten, die da sind. Das ist krass, dass einfach so viele Deutsche auch hier sind und mit unterstützen. Und das ist so wichtig, dass man einfach gemeinsam hier steht. In Düsseldorf blieb alles weitgehend friedlich, so die Polizei. Es kam zu keinen Ausschreitungen. Wir haben in der Spitze bis zu 6.900 Teilnehmende gezählt. Und unterm Strich haben wir mehrere Strafanzeigen dennoch fertigen müssen. Angemeldet waren heute bundesweit zahlreiche pro-palästinensische Demonstrationen, darunter in München und Frankfurt. Verboten wurde eine Kundgebung in Hamburg. Es kamen aber trotzdem etwa 300 Menschen. Die Polizei löste die Kundgebung auf. Etwa 100 Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen. Der Nahostkonflikt war auch ein Thema heute beim Treffen der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU in Braunschweig. Beim Deutschlandtag der Jungen Union zunächst großer Applaus für die Rede des israelischen Botschafters.
In der Innenpolitik erwartet CDU-Chef Merz von der Regierung schnell wirksame Maßnahmen gegen illegale Migration. Spätestens 2025 wolle man die Ampelregierung ablösen. Der CSU-Vorsitzende Söder forderte die aktuelle Regierung auf, am besten gleich abzutreten. Es sei die schlechteste Bundesregierung, die man je hatte. Es deutet sich ja an, dass die linken Politikerin Sarah Wagenknecht bald eine eigene Partei gründen wird. SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat daher jetzt betont, dass die Türen der SPD offen stehen würden für Mitglieder der Linken. Ich werde jetzt keine Mitgliedsformulare in der Linkspartei verteilen, aber natürlich gilt, wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzt und in unserem Land etwas bewegen will, ist in der SPD willkommen, sagte Klingbeil der Welt am Sonntag. Die Nacht war turbulent für die Menschen an der Ostsee, das Ausmaß der Sturmflut historisch. In Flensburg überschritt das Hochwasser mit 2,27 Meter über normal den bisherigen Höchstwert von vor 120 Jahren. Die Pegelstände sinken wieder. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Der Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein geht von Schäden in dreistelliger Millionenhöhe aus. Henner Hebestreit mit einer Bilanz. An Schleswig-Holsteins Ostseeküste konnten gleich mehrere Deiche dem Druck des Hochwassers nicht mehr standhalten. 2000 Menschen wurden in der Nacht aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In Notunterkünften wie hier in Brodersby verbrachten viele bange Stunden. Es war schon sehr gespenstisch und unheimlich. Einmal der starke Sturm, dann auch das Wasser. Auf Fehmarn wehte der Sturm einen Baum auf ein Auto. Dabei starb die 33-jährige Fahrerin. Das Unwetter ist mit solcher Wucht über die Ostseeküste gezogen, dass in vielen Häfen schwere Segeljachten wie Spielzeug durcheinander geschleudert wurden. Es war ergreifend, sowas habe ich auch in meiner ganzen Zeit hier noch nicht erlebt. Die Wellen sind also wirklich apokalyptisch hier in den Hafen reingeschlagen. Muss mir sehr viel Sorgen machen, ob wir das alles wieder so hergerichtet kriegen, damit wir im nächsten Jahr auch wieder eine Kieler Woche veranstalten können. Landesweit wurden die Retter zu tausenden Einsätzen gerufen. Die Schäden liegen nach ersten Schätzungen im dreistelligen Millionenbereich. Das Land sieht auch den Bund in der Pflicht. Klar ist aber, dass wir natürlich helfen werden, dass wir jetzt eine Bestandsaufnahme machen. Was sind für Schäden entstanden? Es ist wichtig, dass Küstenschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land auch ist. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat der Sturm schwere Schäden angerichtet. Auf dem Darß durchbrach das Hochwasser ebenfalls mehrere Deiche. Es ist außergewöhnlich hoch. Wir haben das an dieser Lage sehr, sehr oft. Aber es ist so hoch, war es ganz, ganz lange nicht. Auch hier sind die Helfer unermüdlich im Einsatz, um die Schäden dieser Rekordsturmflut zu beseitigen. Bücher nicht nur lesen, sondern über Bücher sprechen. Mit anderen oder am besten mit den Autorinnen und Autoren. Das ist für viele das Größte auf der Frankfurter Buchmesse. Gerade sind ja dort die Publikumstage und die Hallen, wie Sie sehen können, wieder sehr gut gefüllt. Inken Klinge war für uns dort. Für eine Widmung vom Krimi-Autor Sebastian Fitzek reicht die Schlange weit bis nach draußen. Heute ist schon sehr voll, durch die Menge sich durchzuquetschen. Auch an diesem Verlagsstand drängen sich Menschenmassen. Wegen einer Schriftstellerin, die in den sozialen Medien empfohlen wird. Über den Hashtag BookTok. Außerdem sind ihre bunten Buchränder die Farbschnitte der Renner auf der Messe. Das ist ein wahnsinniger Hype. Also bei allen Verlagen ist es ganz häufig, dass ein Farbschnitt in der Erstauflage angeboten wird. Einer, der seit Jahrzehnten die Menge begeistert, ist Otto Waalkes. Er hat ein kunstgeschichtliches Buch verfasst, natürlich inklusive Ottifanten. Der Ottifant ist ja so vernachlässigt worden in der abendländischen Malerei. Und plötzlich taucht er auch in den klassischen Werken auf. Das interessiert auch die Jugend und plötzlich sind sie alle wieder da. Der weiterhin etwas schwächelnden Buchbranche tun die rappelvollen Messehallen sicherlich gut. Gefragt sind besonders auch Kinder- und Jugendbücher. Cornelia Funke hat ihre Tintenweltreihe nach vielen Jahren fortgesetzt. Der Titel Die Farbe der Rache sage viel, meint sie. Der sagt, dass es um ein Gefühl geht, an dem die Welt gerade auch wieder sehr leidet. Nicht? Dass wir immer wieder Rache für irgendetwas nehmen müssen, tun. Dass wir einander nicht verstehen. Morgen kann noch den ganzen Tag geguckt, gelesen, gekauft werden. Und dem ein oder anderen prominenten Gesicht begegnet man vermutlich auch auf der Frankfurter Buchmesse. Und jetzt kommen wir zum Sport. Fast ein Viertel der Bundesliga-Saison der Männer ist schon vorbei.
Und die Fans von Union Berlin erleben harte Zeiten noch. Ja, und die denken wehmütig, denke ich mal, an vergangene Zeiten, die vergangene Spielzeit nämlich. Denn da hatten die Unioner Historisches geleistet und sich erstmals für die Champions League qualifiziert. Nach dem 0:3 heute gegen den VfB Stuttgart ist Krise angesagt. Es ist die 8. Pflichtspielniederlage nacheinander. Stuttgarts Guirassy trifft an der Alten Försterei zum 14. Mal im 8. Spiel. Leverkusen auf Erfolgskurs 2:1 in Wolfsburg, Darmstadt gegen Leipzig 1:3, Hoffenheim gegen Frankfurt auch 1:3. Den einzigen Heimsieg am Nachmittag feiert Freiburg 2:1 gegen Bochum. Ausführlich im Sportstudio das Abendspiel Mainz gegen München, gestern Dortmund gegen Bremen 1:0, morgen 2 Spiele. Leverkusen bleibt ungeschlagen und Tabellenführer vor dem Überraschungsteam aus Stuttgart. Die Bayern können Dortmund wieder auf Platz 4 verdrängen. Leipzig überholt Hoffenheim, Wolfsburg fällt zurück auf 9. 5 Punkte dahinter die zweite Tabellenhälfte. Union weiter nahe an der Abstiegszone, in der Augsburg, Mainz und Köln noch punkten können. Das aktuelle Sportstudio mit der Fußball-Bundesliga und der Betrachtung um 23 Uhr, wie der Nahostkonflikt den Profisport beeinflusst. Die Fußballwelt trauert um eine englische Legende. Sir Bobby Charlton, Weltmeister von 1966 und hochverehrter Profi bei Manchester United, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war eine der Fußball-Ikonen Englands. Geboren 1937 in Ashington, ganz im Nordosten. Robert, genannt Bobby Charlton. Mit seinen Treffern im WM-Halbfinale 1966 gegen Portugal schießt er England ins Endspiel und gewinnt mit den Three Lions das legendäre Finale von Wembley gegen Deutschland und wird im eigenen Land Weltmeister. 1994 schlägt ihn die Queen zum Ritter. Seine bitterste Stunde 1958 beim Flugzeugunglück von München sterben 8 seiner Teamkollegen von Manchester United. Charlton überlebt und feiert 10 Jahre später triumphal mit Manchester den Sieg im Europapokal der Landesmeister. 20 Jahre dauert seine Karriere, 249 Tore in 748 Spielen. Sir Bobby Charlton wird als einer der Großen des Fußballs in Erinnerung bleiben. Sie wollten Anschluss finden an die Spitze der Frauenbundesliga. Das 1:1 zwischen der SGS Essen und Werder Bremen hilft aber keinem Team richtig weiter. Die Bremerinnen in Weiß, Tabellenfünfte nach 2 Siegen aus 4 Spielen, zeigen in Essen kein gutes Spiel, gehen aber in Führung. Flanke Chiara Hahn und Lina Hausicke zum 1:0 in der 55. Minute. Essen spielt besser, kommt aber erst nach einem Bremer Abwehrfehler kurz vor Schluss zum Erfolg. Ramona Meyer zum 1:1. Endstand. Essen und Bremen bleiben punktgleich Tabellennachbarn vor der Länderspielpause in der Frauenbundesliga. Die All Blacks, das Rugby-Nationalteam Neuseelands, sind mit einem klaren Sieg gegen Argentinien ins Weltmeisterschaftsfinale eingezogen. Am Ende hieß es in Paris 44:6 für Neuseeland. Die Auftaktniederlage gegen Frankreich ist vergessen. Der 5. Titel soll her, egal ob der Gegner England oder Südafrika heißen wird. Sie sind bereit. Immer wieder beeindruckend. So eine Übergabe machst du jetzt nicht zu mir. Nee. Ich bin schon ein bisschen heiser, da wird's passen. Das Wetter ist morgen im Osten und Süden meist freundlich. Sonst stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. Die Einzelheiten gleich von Christa Orben. Das Heute-Journal läuft an diesem Abend um 22.45 Uhr mit Anne Gellinek. Tschüss. Guten Abend. Das Sturmtief Wolfgang hat jetzt auch in Ostengland und in Schottland für schwere Schäden gesorgt. Uns beeinflusst es aber nur noch mit etwas Regen. Und auch dieses Tief, das über Polen hinwegzieht, streift uns nur. Viel Regen gibt es allerdings mit einem weiteren Tief über Südwesteuropa in den nächsten Tagen. Und wir gelangen dadurch wieder in den Zustrom feucht-warmer Luft. Nachts kann es aber trotzdem auskühlen. Morgen früh meist 6 bis 9 Grad, im Westen 10 bis 12 Grad. Da kommen nämlich neue Wolken mit etwas Regen auf. Da frischt auch der Wind wieder auf, sonst lässt der Wind nach. Kräftigeren Regen gibt es auch mal zwischen den Alpen und der Lausitz. Dazwischen lockert es aber auf. Morgen Vormittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken und trockenes Wetter zwischen der Ostsee und dem Schwarzwald. Der Regen im Südosten, der lässt rasch nach.
Auch aus den Wolken zwischen der Nordsee und dem Saarland fällt nicht allzu viel heraus. Das kann sich am Nachmittag dann auch mal in Richtung Mitte ausweiten. Und trotz stürmischer Böen an der Nordsee und in den Hochlagen des Westens ist das morgen insgesamt ein ruhiger Tag bei 11 Grad in der Eifel und 18 Grad am Oberrhein. Am Montag gibt es mal Sonne, mal Nebel. Ab Dienstag wird es dann deutlich grauer und wieder nasser. Und damit auf Wiedersehen.